Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online coole Tuningwagen. Ja, lange ist es her. Heute habe ich für euch den Karin Brevion. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut mal in die Videobeschreibung, checkt die Playlist aus und empfehlt mich weiter. Vielen Dank. Ja, der ist ja neu, ziemlich neu. So sieht er aus, kostet bei Saint von San Andreas könnt ihr euch den kaufen. Da kostet der 1,5 Millionen ungefähr oder 1,17, wenn ihr Rabatt drauf habt. Ja, ganz schönes Schiff, sage ich jetzt mal. Also langes Auto. Ja, im Real Life ist es, glaube ich, der Nissan Silvia S14, 15, sowas. Genau. Ist kein Sportwagen oder so, es ist ein Coupé, also leistungstechnisch vielleicht nicht ganz so viel zu erwarten. Fangen wir mal an. Wie immer, Optik geht vor Stoßstangen. Dann wieder einmal Tuning. Halt, gleich übersprungen. Da ist hier der Luft, der Kühler frei. Straße, Rennen und Drift. Ey, was ist denn hier los? Drift. Ja, mir gefällt jetzt eigentlich hier Straße am besten. Nehmen wir das Heckstoß, Heckdiffusor und Diffusor mit Kante, Primärfarbe. Es sieht besser aus, nehmen wir. Auspuff. Auspuff mit eckigem Rohr. Titan-Doppelauspuff. Ja, sieht schon echt nice aus. Doppelauspuff, Straßenauspuff, Titanauspuff, abgewinkelte Doppelrohre, ist jetzt nicht so mein Fall. Gerade Druckrohre ist ja jetzt auch nicht so meins. Ja. Ich denke, ich nehme hier den Titanauspuff, beziehungsweise sind es ja zwei eigentlich. Kotflügel, angenietete Kotflügel, Primärfarbe. Ist hier vorn. Frontkotflügel Primärfarbe ist das hier so an der Seite ein kleiner Einlass. Serienmäßige Kotflügel hinten. Heckkotflügel Primärfarbe. Angenietet Primärfarbe. Genau. So, ich nehme hier das hier. Und das, weil angenietet gefällt mir nicht so. Ladeluftkühler. Das ist hier unten das freiliegende Teil. Tuning-Ladeluftkühler. Kleiner Luftkühler mit Logo. Großer Luftkühler mit Logo. Luftkühler mit Doppelventilator und mit Wassersprüher. Ja, das nehme ich. By the way, ich glaube, ich habe mich versprochen. Das ist kein Karin-Auto. Ich glaube, das ist Anis Brevion. Ne, das ist schon Karin. Warum stand der Anis? Keine Ahnung. Ja, dann gibt es hier noch die verschiedenen Scheinwerfergläser, die tue ich jetzt euch mal nur so zeigen. Tue ich jetzt nicht einen Sinn vorlesen. Genau. Ist jetzt eine Spielerei, finde ich, braucht man nicht unbedingt. Also gehen wir gleich zum Motorhauben. Die Verschlüsse zeige ich euch auch mal schnell. Chromhalterung. Schräge Motorhaubenstifte. Motorhaubenstifte, blaue Motorhaubenstifte, rote, goldene und das war's. Gefällt mir nicht, das lasse ich immer weg. Motorhaube, Carbon, transparent, dass man durchschauen kann, finde ich aber, ja, ist auch nicht so mein Fall. Mit Einlass, das sieht schon echt sportlich aus. Carbon mit Einlass, Straße, auch nice. Straße, Carbon, Straße mit Einlass, Straße, Einlass, Carbon. Seitlicher Einlass mit Carbon, Tuner Carbon und das war's. Ich glaube, ich nehme Tuner, das sieht fresh aus. Innenraum, Armaturenbrett, farbiges Cockpit, halb leer geräumt, Renncockpit leer geräumt, Carbon Cockpit leer geräumt. Ich nehme Carbon. Instrumente. Einzeltacho,
Amateurinstrumente, Zusatzgitarre und Amateurinstrumente, Zusatzgitarre, Einsatzeinbau. Ich nehme immer das meiste, I don't know, mir gefallen die Spielereien. Hier die Türen nehme ich auch nie, gefällt mir nämlich nicht. Ich nehme gleich hier die Sportsitze, die gefallen mir. Dann gibt es hier noch lackierte Sportsitze, Carbon-Sportsitze, Ballistik-Sportsitze, lackierte Tunersitze, Carbon-Tunersitze, Ballistik-Phase-Tunersitze, lackierte Schallensitze, bla bla bla. Hier einfach alles gezeigt. Lenkrad. Was ist denn mit dem Controller hier? Auch so viele Spielereien. So. Innenraum ist jetzt nicht ganz so wichtig. Überrollkäfig. Alles und einmal mit Polster und ungepolstert. Lichter. Neonkits. So. Farbe lasse ich erstmal weg. Und jetzt Design. Rennstreifen, klassisch. Rennstreifen schwarz. Karinstreifen. Karinstreifen alternativ. Einkaufsliste. So Fast and Furious Style ungefähr ohne die Streifen. Nochmal in weiß. Classic Karin. Stans Andreas alternativ. Power Metal Drift Team. Und das war's schon. Naja, die Designs sind jetzt nicht so die besten. Gefallen mir jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich nehme jetzt hier das Stance Andreas. Halt. Spiegel sekundär oder Carbon. Eigentlich bin ich kein Carbon-Fan, aber hier nehme ich's. Nummernschild natürlich gelb auf schwarz. Lackierung. So war ja jetzt dieses Design so schon rötlich ist, entscheide ich mich, denke ich, hier für ein etwas dunkleres. Naja, ein Schwarz kann ich nicht nehmen, weil dann sieht man da die Zahl nicht mehr. So nehme ich ein hellgrau, matt hellgrau. Oh, ich hasse den Controller. So, Sekundärfarbe ist dann der Überrollkäfig. Dann nehme ich ein schönes Orange, wenn es gibt. Halt. Oder Rot. Rot. Dach. Renn, Dach, Lufthutze und Tuner Lufthutze ist dann so wenig tiefer. Das nehme ich. Seitenverkleidung. Straße, Tuner, Rennen, Tuning und Straßenrennen. Ich nehme Straßenrennen. Splitter. Plastik, Frontsplitter, Splitter sekundär, primär. Carbon. Das sieht schon nice aus. Carbon mit Primärfarbe. Carbon und Rennen. Rennkanards primär, sekundär. Ja, das sieht ein wenig übervoll aus mit diesen Kanards. Auch sieht irgendwie auch nice aus. Ja, dann nehme ich. Ja, das sieht aber. Ja, ich nehme das hier. Weil sonst bringt ja das Design nichts, das sieht sonst doof aus. Spoiler, klein, Tuning, Straße, Tuner mit Aufschrift, Stans Andreas, sieht echt schon nice aus. Rennen, Wettkampf, großer Flügel, wenig zu übertrieben für das Auto, gestapelt. Chassis, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Chassis alternativ. Ja, sieht aber auch nicht mal so. Ja, gut, doch. Und wenn man von da guckt. Mir gefällt eigentlich auch der hier. Nimm den Tuningflügel.
Sonnenblende, Primär, Kunststoff, Fucaro Weiß, Fucaro Schwarz, Mainmacht Weiß, Mainmacht Schwarz, Powermetal Weiß, Powermetal Schwarz. Ja, ich nehme das Primärfarbe einfach. Federung geht es wieder bis zu einem leichten Reifensturz. Ja, jetzt Felgen. Dann nehmen wir natürlich schöne Straßenfelgen. Ich hoffe, es gibt was Passendes. So. So, mal schöne Chromfelgen, wenn es gibt. Ja, natürlich nicht. Wobei diese... Wo waren sie denn jetzt? Die Deep Flake? Nee, die waren es nicht. Hier die Cosmo MK3 sind nicht schlecht, die nehme ich. Zu Reifenmuster gibt es hier die ganzen Logos. Ich nehme hier das Atomic in Gelb. So, Reifenqualm nehmen wir in Orangen, dass wir alle Farben mit drin haben. Fenster noch. Natürlich die Neon Kids nicht vergessen. So. Nehmen wir auch nochmal Orange. Perfekt. Da steht er ja ganz gut da. So. Machen wir noch eine Probefahrt um den Block. Also im Großen und Ganzen sieht der Wagen schon ganz gut aus. Meiner Meinung nach kann man sich den schon holen, aber ist jetzt nicht mein Favorit. Es gibt coolere Wagen zum Tunen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist zumindest meine Meinung. Auch Designs. Was die Designs angeht, ein wenig schwach. Einfach schon eine kleine Auswahl, aber alles zweimal mit einfach einer verschiedenen Farbe, so ist dann jetzt nicht so meins. Ihr habt ja gerade gesehen, das ist kein Drifter wie die anderen meistens. Ja, ist halt ein Coupé, also. Gut, das hat jetzt noch kein Leistungstuning, aber leistungstechnisch wahrscheinlich nicht der schnellste Wagen. Es dürfte da nicht zu viel erwarten. Ja, was Feinheiten angeht, kann man ihn schon als Tunerwagen bezeichnen, aber wie gesagt, ist jetzt nicht mein Favorit. Da gibt es schönere Autos, zum Beispiel der Sultan RS Classic. Also wenn ihr, ja, da, den kann ich euch empfehlen, der kostet natürlich auch etwas mehr Geld. Genau. Ja, könnt ihr mal eure Meinung schreiben, was ihr zu diesem Wagen denkt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden und empfehlt mich weiter. Checkt die Beschreibung ab und schreibt Kommentare. Ansonsten haut rein, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!